Heute geht es zum Rhein wieder. Allerdings haben wir ein kleines Problem. Wir haben noch 30 Minuten, bis der Laden schließt, damit wir die Köder und die Gewässerkarten kaufen können. Und über 20 Minuten brauchen wir zum Laden. Jetzt hoffen wir, dass hier kein Stau ist oder ähnliches. Ansonsten wird es heute nichts mit angeln. Oder wir müssen schwarz angeln. Nee, das machen wir nicht. Ja, könnte ein kurzes Video gewesen sein. Mal sehen. Glück gehabt. Angelkarte haben wir. Das heißt, auch kein großes Video. Es geht noch weiter. Ab geht's hier rein. So, jetzt sind wir schon fast am Rhein angekommen an unserer Stelle. Endlich angekommen. War ein langer Fußmarsch. Ja. Total anstrengend. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt erstmal alle Sachen hier zur Seite räumen. Weil wir bleiben ja bis mitten in die Nacht. Also, dass wir nicht lange etwas suchen müssen. In der Mangel machen wir Angeln fertig und starten mit dem Angeln. Ne, Maxi? Ja. Ja, wie sieht die Montage aus? Hier haben wir eine freilaufende Montage mit Futterkorb und 12er Haken. Mehr nicht. Damit wird mein Sohn hier mal versuchen, ein bisschen zu fiedern und ein paar Brassen oder Rotaugen zu fangen. Und ich werde mich dann tatsächlich auf Aal konzentrieren. Erstmal Futter anmischen. Das ist halt nur ganz simpel. Wir haben hier so ein fertiges Futter schon. So eine Mischung mit Mais und sowas. Und dann kommt da noch eine Dose Mais rein. Und natürlich noch verfeinert mit ein paar Maden. Und dann wäre es das gewesen eigentlich. So, jetzt kann das Angeln losgehen, ne? Ja, was wir machen, immer noch so einen Clip rein hier. Damit man immer ungefähr die gleiche Entfernung werfen kann. Na, wenn das mal funktionieren würde. Das Gute hier ist, man braucht keinen runden Ständer, weil hier stehen überall welche. Ne? Ja. Und Maxi, hast du deine erste Grundel? Vielleicht der erste Fisch. Mal sehen. Und? Ja. Okay.
vorbei. Fisch war da tatsächlich dran. Es fehlen Maden und eine ist so weggelutscht. Ja, da waren insgesamt drei dran und eine ist weg und die andere bewegt sich nicht, ist angelutscht. Ja, nachdem ich mich hier fast umgebracht habe auf diesen Steinen, konnte ich die Rute rausholen, allerdings nur Maden, die ja, abgelutscht sind. Leider kein Fisch gehakt. Aber fast ums Leben gekommen. Jetzt haben wir hier so eine Angelparty. Da ist so ein Boot mit Musik drauf. Ja, wir hoffen, es bleibt nicht die ganze Nacht so. Weil auf Party hätte ich jetzt eigentlich keine Lust. So, Max, sie hat einen. Einen Fisch hat er. Und? Ist er groß? Ja. Ich hol den Fischer. Der ist hier vorne schon. Was ist das für einer? Rasse, schätze ich mal. Ein Rasse? Der erste ist ausgeschlitzt. Hier an den Stein ist er abgegangen. Leider war ich zu langsam mit dem Kescher holen und so. Naja, aber der nächste kommt bestimmt. Ne? Da sieht der Himmel richtig gut aus, allerdings da hinten alles dunkel und da genauso. Deswegen müssen wir jetzt mal den Schirm aufstellen. Oh Maxi, was hast du da gefangen? Zack, der Schirm steht auch, also jetzt kann auch Regen kommen, wir sind einigermaßen geschützt. Toll, da bist du wieder seit Jahren hier am Rhein angeln. Und was für ein Wetter haben wir? Hier geht richtig die Post ab. Windtechnisch. Naja, egal. Einfach weitermachen. So, eine Rute geht jetzt auf Aal. Spießen wir den einfach als Bündel auf. Fertig. So. Ja, seitdem der Brasse weg ist, läuft nichts mehr. Ist auch aber extrem windig geworden hier. Ja, jetzt habe ich mal eine Rute reingepackt. Vielleicht geht da ja was. Maxi hat einen. Ab. Oh nein. Schon wieder hat er sich gelöst. Haken noch dran. An der Lippe hast du den bekommen. Ja, naja, der nächste. Ja, leider kein Ball gefangen. Ja, irgendwie hat da was rumgezupft, aber nichts an den Haken gegangen. Naja, abwarten, nicht umbringen hier. Und weiter geht's. Ja, ja, jetzt ist es soweit. Jetzt regnet es auch noch. Also, Kacke. Ja, auch noch mal im Regen hinbekommen. Später gibt es gegrillte Würstchen. Ne? Deswegen muss das auch sein. Tja, so sieht der Sommer in Deutschland hier aus. Ne? Wunderbar. Maxi, hast du Spaß? Ja. 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 Hat ja zwei Fische dran schon. Und den Rest müssen wir mal sehen. So, da ist der erste Fisch. Ja.
schöner, oder? Ja. Was ist das für eine Zerte? Ja, guck mal. Die ist so gut. Ja. Ja, es gewittert auf jeden Fall hier ganz stark. Und es soll auch nochmal regnen um 22 Uhr. Der eine Route hat jetzt einen Hänger. Ja, aber sowas von. Ja, jetzt ist es recht dunkel geworden. Jetzt packen wir mal die Knicklichter an die Route. Die eine haben wir leider abgerissen, einen Hänger gehabt. Genau, die kontrollieren wir. Da hatten wir ein paar Bisse. Aber irgendwie nichts Ganzes. So, jetzt wird der neue Tauwurm auf dem Haken aufgespießt. Der war leer, ne? Ich ja. Weiß nicht, was den hier so weggefressen hat. Da waren ja einmal Bisse, aber mehr auch nicht. Okay. Und jetzt kommt er wieder rein. Hier sind auf jeden Fall ganz viele solcher kleinen Mücken. Die wollen alle ans Licht. So, wir haben jetzt hier von AliExpress solche Knicklichter. Die probieren wir mal aus. Mal gucken, was die halten. Normalerweise verwenden wir die von der Firma Bär. Und heute kommen die mal dran. Chinesen machst du alles verkehrt rum auf. Ach, guck mal, die sind sogar. Oh ne, warte mal. Was sind das denn für? Ach so. Geht, ne? Leuchten stark. Ja. Erstaunlich. Okay. So, hier ist der Haken ab. Wer weiß warum. Ja, ne. Hat sich angefühlt wie ein Hänger. Gezogen. Zack, Haken ab. Ich weiß nicht, gibt es hier wieder ein Problem mit Graben vielleicht? So, wir kleben das jetzt an. Ja, ich mag das nicht mit diesem Glöckchen oder so. Da bleibt die Schnur manchmal hängen. Deswegen wird das einfach hier mit Kreppband dran gefummelt und gut ist. Von beiden Enden. Genau so ist das ganz vorne an der Spitze und immer sehr gut zu sehen. So, jetzt sind hier richtig viele von den Mücken, wo das so ist. Keine Mücken, ich weiß nicht. So, irgendwie solche Teilen Fliegen sind. Oder so. Ja. Die sind auf jeden Fall ganz viele. Und die häuten sich gerade irgendwie. Die haben hier. Hier. Ja, ja. Die haben hier dann so eine lose Haut. Alles voll. Bestimmt 50 oder mehr. Locker. So, jetzt kommt die Angel wieder rein. Ja. Papa sagt, er hat direkt Bisse bekommen. Der Haken ist noch gut. Ja, oder? Ja, bewegen sich sogar noch. Okay.
Scheiße gerade. Jetzt nicht mehr. Komm rein. Du wirst ganz nass. Komm. Ja, ja. Fisch? Ja? Ja. Ja, im Gewitter. Oh. Und schönes Wetter ausgesucht, ne? Ja. Na ja, aber guck mal. Da. Das ist ein kleiner Brassen, ne? Ja, 30 hat er. 25, so 30. Ja, ja. Schöner Fisch. Oh, das ist aber ein Fisch. Guckt euch das mal an. Der erste Aal hier jetzt. Jetzt mal rein. Guck mal, was hat er? Bestimmt. 10. Ja, schon ein bisschen mehr. Müssen wir gleich mal wieder freilassen. Genau, der hat ihn gefressen, aber man sagt, einfach abschneiden und dann geht das schon. Also holen wir eine Schere. Boah, war das eine Action gerade. Bei dem Regen, die zwei Fische und der Aal, so ein Schnürsenkel. Ah, mein Gott, 3 cm höchstens. Ne? Ah, der schwimmt jetzt wieder. Er war abgeschnitten. Ich glaube, bei denen ist es sogar so möglich. Sag mal, ja, soll man einfach die Schnur abschneiden und wieder schwimmen lassen. Erstmal bei dem Wetter bleiben wir hier drin und dann machen wir die Ruten fertig. Und dann wieder rein. Tja, hier geht gerade gefühlt die Welt unter. Deswegen sitzen wir wenigstens unterm Schirm hier. Ja, und warten das ab. Wir sollen noch eine halbe Stunde ungefähr so weitergehen. Und dann angeln wir weiter, oder? Ja. Ja? Ja, weiter geht's. Der Regen hat aufgehört. Die Eierroute haben wir neu bestückt. Und jetzt können wir weiter angeln. Das Feuer brennt auch schon wieder. Später machen wir noch ein paar Würstchen, oder? Ja. Ja. Okay. Unwetter überstanden. Los geht's. So, jetzt kommen auch wieder die Friedfischrouten rein. Diesmal waren wir schlauer und wir haben das Futter rechtzeitig mit in den Schirm genommen. Genau. So, hier kommen 3 Maden drauf. Reicht auch vollkommen aus. Bisschen. Da schon ein bisschen auf die Eierroute. So, hier hatten wir gerade Bisse auf der Eierroute. Mal gucken, was kommt. So, jetzt haben wir was Größeres dran. Da unten. Der hat auch ganz gut gebissen. Na, komm. Kämpf nochmal. Ja, endlich. Drin ist er. Der dritte Fisch. Ja, sehr schön. Da ist er. Ja, langsam werden die größer. Tada, was haben wir wieder? Wieder Regen ohne Ende. Oh Mann, ey. Guckt euch das mal an. So, der Maxi hat auch einen. Boah. Hier? Ja. Kein Scheiß hier.
Da, da ist Fisch. Ja. Top. Ja. Petro, Maxi. Ja, Mann. Was ist das? Ein Brasser, oder? Nee, was ist das? Guck mal. Guck mal. Hm. Oder? Ich glaube, es ist ein Brasser. Ja, stimmt, ja. Ja. Man kennt so ein Maul. Ja. Maxi hat noch einen. Auf Torwurm, ne? Oh nein, eben ist alles verheiratet. Egal, es wird noch klappen. Hier. Was war, was ist das denn? Der ist da unten. Hallo. Also, ja, warte. Boah, jetzt bin ich im Wasser drin. Nein. Oh Mann. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Oh, eine Grundel. Was wolltest du? Du wolltest eine Stockgrundel haben, oder? Ja. Ja, hast du die jetzt. Ja, hat die fetten Tauwurm weggezimmert, ey. Auch noch nachts. Naja. Petri. Hm. Maxi, was wird das? Ein Stock für die Grundel. Genau, gleich Catch and Cook. Das heißt, das wird direkt auf den Stock gepackt und dann grillen wir die Grundel. So, jetzt wird gesalzen. Maxi, drehen. Okay. Oh. Ich hab deine Füße gefilmt. Okay, erstmal ein bisschen ziehen lassen, ne? Mhm. Da ist die schöne Grundel. Ja, sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Muss noch ein bisschen. So, und der nächste Fisch. Ja. Und noch ein Brassen. Wie meinst du? So, auch ein schöner. So, da ist die Stockgrundel. Sieht doch gut aus, oder? Ja. Jetzt probieren wir die mal. Guten Appetit. Danke. Ja, probieren wir mal. Mhm, schmeckt gut. Ich habe vorhin Bisse gehabt, hier auf dem Torwurm, das ist das einzige, was übrig geblieben ist. Bestimmt Friedfisch, oder? Und der nächste. Ja, richtig schön gebissen. Oh, guck mal, ein Ei. Schmade. Mit Alpkiller. Was ist eine Idee, war das? Meine. Ja.
gebracht, ne? Ja. Zwei Aale an diesem Abend schon. Ja. Da ist er. Ja, der ist schon. Ja, der ist schon gut. Ja. 40 hat er. Oh, 50. 50 hat er locker. Ja, einige Bisse gehabt, allerdings kein nennenswerter Aal, wobei der war über 50, das ist schon okay im Vergleich zu dem Schnürsenkel vorher. Genau. Ansonsten ist heute Halbmond tatsächlich. So, für heute haben wir fertig geangelt, wir haben ein paar nette Fische gefangen, die zwei Aale, ja, und einige Bisse gehabt. Ja. Hat auf jeden Fall immer wieder Spaß gemacht, oder? Ja. Ja. Ja, demnächst machen wir das mal wieder. Jetzt geht's ab nach Hause.